YouTube. Wir machen weiter mit dem Restaurieren, Renovieren und Wiederherstellen von Sportanlagen. Arena Renovation Simulation heißt das Ganze hier. Teil 2. Wir sind hier stehen geblieben in der Basketballhalle für die Kids. Ihr wisst ja, wir sind auch live auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr gerne vorbeischauen und mit mir gemeinsam tolle Abenteuer erleben. Ja, eure Gelegenheit kommt jetzt, genießt jetzt, erlebt jetzt. So, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich wollte die ganze Zeit dieses Spiel hier spielen, aber ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht. So, was war B nochmal hier? Das war mein Spinnensinn für Dreck. Holen wir mal einen Powerwasher erstmal raus. Und machen erstmal hier alles sauber. Erstmal hier schön alles weg, Powerwashen. So. Ansonsten natürlich ganz, ganz wichtig, essentiell könnte man fast sagen, bewerten und kommentieren auf YouTube für die allerbeste Unterstützung. Ja, hier gibt es Leute, die planen jetzt schon, dass sie hier sabonieren wollen, wenn sie Prime kriegen. Wisst ihr, was ich jetzt auf Amazon Prime angefangen habe, weil ich gelesen habe, die Serie wird bald verschwinden. Ich hoffe, ich krieg's noch fertig bis dahin. Swamp Thing. Ich habe Swamp Thing angefangen. Das ist doch ein bisschen laut. Die Spritzdüse. Mach ich mal ein bisschen leiser wieder. Besser. Ja, Swamp Thing habe ich angefangen. Weil das verschwindet bald von Amazon Prime und ich wollte es immer mal gucken. Und ich habe erst eine Folge komplett gesehen. Und ich muss sagen, es ist ziemlich, ziemlich geil. Also, die hat mir echt gut gefallen, die erste Folge. Auch ziemlich brutal und abgedreht. Hat irgendjemand die Serie schon gesehen? Hat irgendjemand hier Swamp Thing schon gesehen? Ja, also ich bin wirklich positiv überrascht von der ersten Folge gewesen. Ich habe auch schon ein bisschen was von der zweiten geguckt. Aber noch nicht alles. Okay, was ist hier noch? Was fehlt hier noch? Irgendwas fehlt hier noch, aber was denn? Ey, ich habe keine Ahnung, was ich hier noch abspritzen soll. Ach, hier ist noch ein ganz kleines Krümelchen Farbe. Ist hier Dreck? Jetzt. Oh, der war schwierig. Der war echt schwierig. Ich würde sagen, wir spritzen erstmal alles weg. Erstmal schön hier alles wegspritzen. Dann haben wir die schlimmsten Dinge schon mal hinter uns. Boah, was ist denn hier los? Alter, hat das eben gerade geruckelt. Was ist das für eine Ruckelstelle hier drüben? So, das habe ich auch alles weg. Das hier müssen wir alles zerkloppen. Haben wir hier noch zu spritzen? Die ganze Staffel hat mir gut gefallen. Hast du Manta Manta 2 gesehen? Nein, interessiert mich auch null. Interessiert mich null. Seid ihr wirklich Manta Manta 2 Fans? Ich habe gehört, der soll richtig ätzend sein. Ich finde auch Manta Manta nicht so geil. Also auch den Original nicht. Ich habe den zwar gesehen, damals auch mit meinem Vater, mehrfach, weil es halt so ein Kultfilm der Deutschen ist. Aber, ja, Gott, ne? Geht. Ich kann verstehen, dass man den einmal gucken möchte. Ja, kann man machen. Wenn man sagt, ey, ich will jetzt auch mal mitreden, ich will auch mal den Film gucken, um was geht's da? Kann man sich den auch gerne einmal reinziehen, aber dann war's es auch, ne? Einmal und nie wieder. Meiner Meinung nach, ja, das kann ja auch jeder anders sehen. Ja, Til Schweiger ist eh komplett durch, ne? Der ist eh komplett durch, der Typ. Der sieht auch mittlerweile richtig alt aus, finde ich. Aber ist er noch gar nicht so wahnsinnig alt? Ich finde, der Typ sieht richtig zerkaut aus. Ich habe den letztens zu Manta Manta 2 bei Stern oder Spiegel gesehen, kurz.
Hab da kurz reingeguckt und dachte mir nur so, Alter, ist der alt geworden. Der Mann ist richtig alt. Der sieht auch richtig zerkaut irgendwie aus. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, Manta Manta 2 wird genauso sein wie jeder Til Schweiger-Film. Soweit ich weiß, hat er Regie geführt und hat auch das Drehbuch geschrieben. Es wird schnulzig. Also, wenn jetzt einer sagen würde, was denkst du, wie Manta Manta 2 wird, dann würde ich einfach tippen, Schnulz. Richtig harter Schnulz. Und ich denke, mit dem Tipp bin ich richtig, oder? Ich wette auch, alles wird wieder irgendwie so klischee-mäßig vertreten sein. Quoten werden erfüllt. So stelle ich mir Manta Manta 2 vor. Einfach so ein typischer Schweiger. Weil der Original wurde ja nicht von Schweiger gemacht, da war ja nur Darsteller. Der sieht jetzt so aus, wie er klingt. Ja, er nuschelt halt jetzt noch stärker und sieht halt so richtig zerkaut aus, der Mann. Wie soll ich das beschreiben? Als hätte man ihn halt irgendwie durchgekaut und ausgespuckt. So sehe ich Til Schweiger im Moment. Ich weiß nicht, ob der Mann Alkoholiker ist. Keine Ahnung. Ja, aber ich glaube nicht, dass Manta Manta zweiter Teil was mit dem ersten zu tun hat. So an sich. Was, wenn du den ersten magst, dann glaube ich nicht, dass du sagst, oh, der zweite, der schallert genauso rein. Ich glaube eher, das ist so ein bisschen typische Til Schweiger Family Komödie mit ganz viel Romantik und diesen idealistischen, komischen Ansatz, den Deutsche immer haben, wie sie Deutschland sehen, als so ein total freundlicher Multikulti-Verein. Und ich glaube, das wird in Manta Manta 2 sehr präsent sein. Eher so ein Heile-Welt-Suggerierungsfilm anstelle von, ja, einfach nur Blödelwitz, den der erste ja hatte. Dankeschön für 300 Bits. Die One-Liner, gibt's die wirklich? Na, ich weiß nicht. Also das, was ich gesehen habe aus dem Trailer, habe ich mir nur gedacht, ja gut, nee. Also warum sagen aber dann die Leute alle, die den ersten mögen, dass sie den zweiten furchtbar fänden? Ich meine, entweder die sagen alle Schwachsinn, oder die haben wirklich recht. So, geht da noch was rein? Ja. Ach, guck mal hier, ich muss ja noch die Trophäen platzieren. Geil! Quest beendet. Nee, der zweite ist nicht wie der erste und der ist nicht gut. Okay, danke schön, dass du das mit uns teilst. Da hatten wir ja recht. Wir Kritiker. Nice, gelevelt. John Wick. Ja, John Wick ist halt für mich auch so. Ich kann verstehen, warum das die Leute mögen. Ich finde Keanu auch ist ein cooler Dude, aber ich bin auch nicht so wahnsinnig gehypt. Es ist okay. Ich finde es nicht schlecht. Man hat seinen Spaß damit. Ich mochte zum Beispiel den ersten Equalizer mehr als John Wick. Der hat mir besser gefallen. Und Nobody fand ich irgendwie auch besser als John Wick. Hat mir auch besser gefallen. Ich finde, Keanu Reeves ist ein extrem sympathischer Typ. Und hier und da hat er früher auch mal ein paar gute Filme hingelegt. Wie hieß der Hardball, wo er da diese Kindermannschaft trainieren muss? Oder Street Kings fand ich mit ihm ganz nice. Also es gibt ein paar coole Keanu-Filme, die ich echt nice finde. Aber ich muss auch leider sagen, auch wenn ich ihn echt gerne habe, er ist halt kein wirklich starker Schauspieler in meinen Augen. Was Charakter angeht, so. Er kann das nicht so gut. Bill und Ted zum Beispiel ist auch nur so im Klamauk funktioniert, aber es ist halt auch keine wirklich krasse schauspielerische Leistung. Speed, ja, der ist auch nicht schlecht. Der hat ein paar echt gute Filme, die ich... Gefährliche Brandung hat mir nie so gut gefallen. Den mögen ja auch sehr viele Menschen. Den fand ich nie so fesselnd. Den fand ich ziemlich overhyped, schon damals, als er erschienen ist. Für mich persönlich sein bester Film ist Konstantin oder Hardball, wenn er so hieß, mit dieser Baseballmannschaft. Das ist mein Lieblings-Keanu und das Haus am See mochte ich noch ganz gerne mit ihm.
Das Haus am See war auch echt stark. So, Container geleert. Ja, Nobody fand ich auch irgendwie authentischer als John Wick. Weil Keanu ist halt so hölzern. Das Einzige, was Keanu hat, ist halt einen coolen Style. Ja, er sieht cool aus mit dem... mit der Frisur, dem Bart und dem Anzug und so. Er hat ein cooles Gesicht. Was war das eben gerade für ein komischer Dude? Ja, dass die Kämpfe und die Machart von John Wick mega geil ist, daran zweifle ich nicht. Aber ich fand Nobody halt im Gesamtbild sympathischer. Ich bin mal gespannt auf den nächsten Guy Ritchie-Film mit Jake Gyllenhaal. Ist ja so ein Kriegsfilm im modernen Setting. Bin mal gespannt, was es wird. Naja, Nicolas Cage muss man auch nie wirklich vermissen, weil er nie wirklich weg ist. Nicolas Cage ist für immer. So, Sauberkeit. Wo ist denn hier noch was? Wo ist denn hier noch was? Jo, ich sehe keinen Dreck. Irgendwo hier ist noch Dreck. Ah. Yes. So, gehen wir erstmal hier rein. 100% Sauberkeit. So. Hier ist noch Dreck. Jede Menge Dreck. 94% Sauberkeit. So. Ich glaube, dieser Film, wo Nicolas Cage Vampir spielt, Dracula, da ich... Erstens dreht es sich ja nicht um den Vampir, also Nicolas Cage in erster Linie, sondern um seinen Diener. Na? Das ist ja schon mal Punkt 1. So, das hier muss noch weg. Gut, 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 gut. Hier ist Sauberkeit. 100, 100, 100, 100. 100, 100. Was soll das hier werden? Was ist das hier? Eine Toilette. Gut, dann fangen wir mal an mit der Toilette. Spachteln wir mal die Toilette weg. So, dann... Nee, Boden. Boden. Warte mal. Toilettenboden. Was nehme ich denn als Toilettenboden? Was ist das denn hier? Ein Teppich? Nee. Niemals ein Teppich, natürlich in einem Badezimmer, ist ja klar. Aber ich wollte mal gucken, wie es aussieht. Ich hätte gerne mal sowas hier. Was ist denn der ultimative Toilettenboden? So, der macht blind. Das nenne ich mal einen Toilettenboden. Dann die Wandfarbe für die Toilette.
Bitteschön. So, jetzt brauchen wir noch die Decke. Na. Brauche ich auch das hier, ne? Komme ich hier nicht ran? Ist sie zu hoch? Boah, wenn du da reinkommst, der Boden strahlt so heftig, das ballert dich direkt weg. Ist die Decke wirklich zu hoch? Uff, das ist ätzend. Okay, warte. Dann brauchen wir so ein kleines Gerüst. Ist es das hier? So. Bitteschön, damit es nicht ganz so strahlend ist. So, nimm das hier und stell es mal hier hin, weil es werden wir ja brauchen. Um weiterzumachen. Alter, das ist ein Klo. Das Königsklo. Möbel, legen wir mal los. Und zwar Toilette. Wir brauchen edle. Moment, wir machen einfach mal hier alles Toiletten. So, was will ich denn alles drin haben? Wir brauchen Kabinen auf jeden Fall. So, machen wir die so oder lieber? Oder lieber, wenn man hier so reinkommt? Bitteschön. Dann brauche ich natürlich. Machen wir mal auf. Guck mal, Möbel ist schon 100%. Wie krass, ne? Eigentlich musste da nur minimalste Sachen reinstellen, aber wir wollen natürlich verwöhnen. Wir wollen natürlich verwöhnen. Und weil das hier so ein edles High-End-Upper-Class-Luxus-Klo ist, kommt auch nur der edelste High-End-Upper-Class-Luxus-Kram hier rein. So. Ich vergesse immer, dass ich hier. Ey! Tab drücken muss. So, was brauche ich denn noch? Ich brauche Toilettenpapier. Kann man nicht hier an die Wand machen? Oh, das ist doof. Nee, da will ich es nicht haben. Klobürste. Bams. Skjör, guten Abend. Ich habe dich ja schon 20 Milliarden Jahre hier nicht mehr gesehen. Was geht ab? Dass ich dich nochmal hier sehe. Dass ich dich nochmal hier sehe. So, Papier. Papier. Papier und Papier. Dann das passende Waschbecken natürlich. Waschbecken kommen zwei hier hin. Von der Höhe, ich denke mal, so ist gut. Okay, warte mal, ein bisschen mittiger, das andere. Das ist ein bisschen höher, das hier. Einen Spiegel gibt's nicht, ne? Das haben wir ja letztes Mal schon festgestellt, dass es aus irgendeinem Grund keinen Spiegel gibt. Was ist das denn hier für ein krasser Handtuchhalter? Achso, das ist so einer. Nee. Nee, lass mal.
Handtrockner, super wichtig. So. Dann ein Seifenspender. Logisch. Was brauchen wir noch? Mülleimer wäre toll, gibt's aber irgendwie hier drin nicht. Vielleicht in der Mitte mache ich noch einen Papierspender hin. So. Ja, Pissoir gibt's nicht. Das ist für Vampire, ja. Spiegel gibt's nicht, ist designed für Vampire. Echt? Wie heißt denn das hier? Abfall. Aber oh mein, ich bin immer noch im Alles. Eimer. Ja, der hier geht. Hier mal noch einen hin an beiden Seiten, dass man das Papier so ein bisschen wegräumen kann. Und für die Leute, die direkt so aus dem Klo kommen und sagen, ey, ich habe da noch irgendwas, das wollte ich nicht runterspülen, für die gibt's hier noch was. So, was ist das hier für ein Gebäude? Was ist das hier? Umkleide ist das hier drüben. Ich meine, das ist Umkleide. Das ist auch nochmal eine Toilette. Nochmal, weil direkt noch eine Toilette. Das wird dann das Herrenklo. Das hier drüben ist Girls. Da wird es ja auch Umkleide. Das hier ist Girls. Und das ist so ein Durchgangsflur. Umkleide. Umkleide. Ja. Und das ist Herren. Na guck mal, ich hätte das Ding doch nicht gebraucht. Ich komme da doch ran. Ohne Probleme. Nice! Ich brauche Pissoirs. Also öffentlich setze ich mich nicht hin. Sorry. Nee. Bei aller Liebe, bei allem Feminismus, aber öffentlich setze ich mich nicht hin. Tut mir leid. Öffentlich nehme ich immer... immer zum Stehen. So, das Männerklo machen wir ein bisschen maskuliner. So, an den Wänden. Was nehmen wir da? Edle Herrenklo. Damen brauchen Mülleimer in der Kabine, bitte. Ach, sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir jetzt schon so... Jetzt muss ich es schon so designen? Also brauchen wir jetzt unbedingt für die Damenwelt... Bei den Herren gibt es nur eine Kabine. Die Herren haben nur eine Kabine. Mehr brauchen die Herren nicht. Gibt es eigentlich unterschiedliche? Ich hätte voll gerne bei den Herren eine Duschwand. Warte mal. Das hier ist die Duschkabine. Die Männer haben Duschen, die Frauen nicht. Wenn die Frauen duschen wollen, müssen sie rüber zu den Männern. Ist kein Platz, guckt euch doch mal an, wie klein das ist. Aber die Männer brauchen ein Sitzklo, eins müssen sie haben. Gibt es hier eine Einzelkabine? Dann wird es wohl nur eine Dusche.
Dann wird's wohl nur eine Dusche, Freunde. Eine Dusche kommt rein. Eine kleine Kuscheldusche, wo alle mitduschen dürfen. Die Gemeinschaftsdusche. Boah. Dusche kostet. Das ist sie, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Dann schauen wir mal. Das ist Abtrennung, ne? Abtrennung. Ne, gibt's nur die beiden hier. Abtrennung 3 und Abtrennung 4. Schade. Echt verdammt schade. Natürlich auch so ein Edelklo. Wir wollen ja die Herren der Schöpfung mit dem Feinsten vom Feinsten versorgen. Perfekt. Ja, bekommen die Männer nur ein Waschbecken. Geschlechterausgleich. Die haben eine Dusche. Das ist ein bisschen tiefer, das Klo. Ja, so passt's. So, dann brauchen wir noch hier was von denen hier. Von denen hier haben sie zwei. Und natürlich, ich bin ja kein Barbar, ne? Ich bin ja ein junger, zivilisierter Mensch. Ich kriege natürlich auch noch so einen Abtrenner. Keiner muss dem anderen auf den Willi schauen. Ja, alles gut. Alles gut. Keiner muss dem anderen auf den Willi schauen. So, jetzt bauen wir das Waschbecken. Davon haben sie leider nur eins. Obwohl, machen wir hier auch ein... eigentlich, Doppelwaschbeck geht ja eigentlich ohne Probleme. Guck mal, es würde sogar ein Dreifachwaschbecken reinpassen. Aber wir bleiben beim Doppelten. Hier wieder natürlich ein Seifenspender. Blub. Es gibt halt hier in dem Spiel nicht so viele Möglichkeiten. Leider. So. Handtrockner. Mache ich diesmal zwei hier drüben hin. Dann Männer sind schnell am Frieren. Gibt es hier noch einen Heizkörper? Frauen, die sind hart, was so Sachen angeht. Die frieren nicht. Frauen frieren nicht. Frauen frieren nicht. Und hier drüben gibt es zwei Papierdinger mit Abfalleimer. Moment, alles. Noch einen hier so in die Ecke rein. So. Schade, dass es keine Spiegel gibt. Es fehlt der Spiegel. Aber das ist er. Da gehen die Männer. Pssst. Pfft. Perfekt. Perfekt. Da gehen die Männer hin, wenn sie mal pinkeln müssen. So, weiter geht's. Bams. So.
Alter, ein Fußballfeld. Geil. Da bin ich ja mal gespannt. Boah, dann kommt endlich die Heckenschere und der Rasenmäher zum Einsatz. Ja, und das hier werden die Herren umkleiden. Ne? Der nächste Geniestreich. Das wird ein Korridor. Das hier werden die Frauen umkleiden. Ein Meisterwerk jagt das nächste. Aber es fehlen so ein bisschen die Deko-Möglichkeiten. Also der Simulator ist eher so ein bisschen funktional, ne? Er hat dafür zwar mehr Handwerks-Gadgets und so drin, als zum Beispiel die Hotel-Variante, ist aber deutlich funktionaler gestaltet, sag ich mal. Na komm, wie schnell das hier geht. Schwupps, schwupps, schwupps. Und schon habe ich hier alles durchgespachtelt. So, schauen wir uns mal den Boden an. Bei den Herren der Schöpfung. Ich glaube, ich nehme das Grüne. Für Männer gibt es so einen ganz normalen grünen Fliesenboden. So, die Wände. Die Wände. Machen wir so. So, und die Decke. Nehmen wir das Dunkle hier. So, haben wir hier noch eine Säule. Die machen wir so ein bisschen markant. So, und jetzt brauchen wir alles Mögliche für die Umkleide. Schauen wir mal rein. Umkleide bitte einmal alles. Also wir haben den... Oh, der Lederspind wäre eigentlich voll hot gewesen, aber den haben wir leider nicht. Den haben wir leider nicht, den kann ich mir leider nicht leisten. Das ist der Standardspind. Also ich würde eine Reihe von denen hier wieder machen, weil die sehen einfach gut aus, die Dinger. So. Einer geht noch rein. So, dann haben wir die hier schon mal. Und dann würde ich solche hier nochmal hier so eine Reihe machen. Werden noch schief, oder? Oh. Warte. Das muss schon alles gut sitzen. Ja, es wäre praktisch, wenn das irgendwie so klippen würde. Das wäre echt praktisch bei denen. So. Hierhin. Hierhin. Und hierhin. Dann machen wir hier noch ein bisschen. So. Jetzt bauen wir Bänke. Würde ich persönlich die hier nehmen. Zwei Stück. So.
Hier machen wir noch ein paar von denen hin. Und hier kommen auch nochmal Metallspinte ran. Auch nochmal so wie hier drüben wäre geil. Na, nicht drehen, Alter. Nicht. Ja. Nein. Warum will sich das Ding unbedingt drehen? Ey! So. 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 Und noch ein letzter. Gut. Was ruckelt hier immer so? Ich glaube, wenn das Spiel speichert. So, das sieht doch eigentlich schon aus wie eine richtige Umkleide, oder? Es fehlen nur noch so Kleinigkeiten. Was haben wir denn hier noch alles, was in Umkleide rein muss? Eine Heizung natürlich. Hier. Und hier mache ich meinen Heizkörper hin. Was könnten wir noch reinhauen? Hier natürlich so ein Brett für die Daily News. Und ich würde es geil finden, wenn wir noch einen Wasserspender hätten. Hier noch einen Wasserspender hin. Und dann sieht das doch eigentlich schon ziemlich umkleidig aus, oder? Oder was meint ihr, Chat? Was meint ihr, Chat? Ist das eine Umkleide oder sagt ihr, nee, das ist keine Umkleide? Jetzt ist der Chat gefragt. Umkleidig genug? Oder sagt ihr, nee, das geht noch umkleidiger? So, jetzt der Korridor. Le Corridor. Was machen wir denn da? Moment. Ah, das hier. Erstmal oben. So, bei der Decke kannst du eh nicht wirklich viel machen. Und hier Korridorfarben. Das Verbindungsstück. Türen fehlen. Ja, aber ich glaube, man kann Türen gar nicht machen. Doch, man kann Türen machen. Stimmt. Man kann Türen machen. Standardtüren. Man kann Standardtüren machen. So. Türen sind durchaus möglich. Was ist denn so typisches Korridorgedöns? Korridor. Also Korridor ist sowas wie die Lobby. Snackautomat. Cola-Automat würde ich geil finden. Snackautomat, definitiv yes. So eine Kamera wäre auch witzig.
Limo-Automat würde ich auch saugeil finden oder ein Kaffeeautomat. Aber leider besitzen wir das also nicht. Ledersofa. Habe ich ein Sofa? Das hier kann ich... Boah, ist das ein hässliches Sofa. Boah, ist das ein hässliches Sofa, ne? Das ist wirklich ein hässlicher... Alter, ist das hässlich. Ich brauche andere Farben... Ich brauche andere Wände. Mit dem Sofa. Die Ledercouch sieht ja richtig nice aus. Aber das Sofa ist ja potthässlich. Das Blau ist aber auch irgendwie nicht so der Burner. Boah, ist das... Das Sofa versaut mir alles. Ist ja super hässlich. Was für ein hässliches Sofa. Nee, da ist kein Kontrast zum Boden. Was ist das denn hier für ein... Was haben wir denn noch? Tapeten haben wir nicht. Backsteinoptik. Das ist einfach das hässlichste Sofa, das ich jemals gesehen habe. Ich habe noch nie ein hässlicheres Sofa gesehen als das hier. Das Geile ist, du kannst immer wieder alles umstreichen und verlierst kein Geld. Das ist schon mal ganz nice. Nee. Ich habe halt auch 0 Points, um jetzt noch irgendwas Cooles zu holen. Da bräuchten wir halt einen anderen Boden. Vielleicht mache ich hier einen Echtholzboden rein. Einen hellen Boden? Hier machen wir dasselbe. Ja, kann man machen. Ist weniger hässlich als die anderen Sachen bis jetzt. Da ich eh nichts holen kann, ich brauche einen gescheiten... Ich kann nur diesen Tisch hier haben. Okay. Das tut weh. Fernseher habe ich auch noch nicht. Ich dachte, wir hätten einen. Oh, wir haben keinen Fernseher. Aber eine Kaffeemaschine. Gott sei Dank eine Kaffeemaschine. Es fehlen auch so ein bisschen Deko-Sachen. Ich wollte eigentlich jetzt hier einen Fernseher draufstellen, aber haben wir nicht. Wir nix haben Fernseher. Hier mache ich noch einen Wasserspender hin. So, und dieses Ding hier, Klimaanlage, Überheizung. Klimaanlage mal hier oben ins Eck. Gibt's Bilder? Nee. Nee, es gibt auch keine Bilder, nix. So, ah doch, es gibt Bilder. Es gibt Bilder, doch. Sind aber ziemlich klein. Zumindest die beiden, die wir hier haben, sind beide sehr klein. Über den Wasserspender hängt das Bild eines Wals, der ein Boot verschlingt. Ja, man hat echt limitierte Möglichkeiten, leider.
Also hier gibt es noch andere Bilder, ob die dann cooler sind. I don't know. Also von der Größe her. Ich kann es nicht sagen. So, das hier ist ein Abstellraum. Trotzdem werde ich ihn auch relativ schlicht halten. Spachteln wir erstmal alles weg. Erstmal schön alles runterschrubben. So. Die Räume sehen halt alle so leer aus, aber was willst du? Was willst du denn hier auch groß machen, ne? Mit den Begebenheiten, die du hast. Also Umkleiden und Toiletten gehen noch so. Die sehen irgendwie authentisch aus. Ja. Aber sonst sehen die Räume einfach ziemlich kahl aus. Weil du einfach nicht diese Möglichkeiten hast. Du hast auch nicht die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, du ziehst hier jetzt Streifen Farbe durch. Das ist halt echt schade, dass da so wenig geht. Aber das ist eben nur mal das Spiel. Du kannst nicht wirklich viel machen in dem Spiel. Was so die Deko-Richtung angeht. Du kannst nicht mal frei unterteilen, wie du was pinseln willst. Ja, nicht mal das geht. Da sieht so ein Raum halt sehr schnell sehr leer aus. Ach, hier bin ich noch nicht mal fertig. So, jetzt. Eine weiße Wand beruhigt doch. Ja. So, wo haben wir dich denn hier? Umkleide, Abstellraum. Ja, wir müssen halt auch mehr Kram noch kaufen. So, hier. Ein paar Akten. Schränke ran. So. Altes Klimagerät hier oben. Ein Sicherungskasten. Ja, dann kannst du auch nur so Kisten hier reinmachen, ne? Die kannst du dann so ein bisschen verteilen. So, hier eine, hier, hier ist auch noch eine, so, haben wir die hier noch, die Variante, schwupps. Hier noch eine rein. So. Das Gute ist, mit den Dingern kannst du wenigstens so ein bisschen... Kannst du wenigstens so ein bisschen das Ganze füllen. Wer ist dieser Dude? Den haben sie reingepatcht. Irgend so ein Kollege, der irgendwelche Anweisungen gibt. Oh, was haben wir denn noch? Eigentlich nur die hier dann noch. So, dann brauche ich noch ein Regal. Verwaltungsraum halt, ne? Abstellkammer. Hier sind so die alten Sportsocken drin. Es gibt auch keine Deckenlampen, soweit ich weiß, oder? Moment. Alles. Na doch, es gibt eine Wandlampe. Kann man aber nicht an die Decke machen, nur an die Wand. Hm. Boah, das Ding strahlt.
Aber es ist auch voll die hässliche Wandlampe, ne? Die hier sieht schon ein bisschen besser aus, aber dafür brauche ich wieder Credits. Aber dann kann ich die Deckenlampen da oben nicht entfernen, ist auch irgendwie doof. Man hat ja eigentlich schon von Haus aus Deckenlampen. Und die kann man nicht abreißen. Na gut, 100, 100, 100, 100. 100, 100, 100. What? Danke. So, dann nimm mal das Baby hier mit. Das können wir schon mal hier hinstellen. Weil das hier ist auch noch Müll. Was fehlt denn hier eigentlich noch alles an Sauberkeit? Ach ja, sowas hier ist natürlich auch Müll. Sauberkeit 90. So gefühlt ist es gar nicht so viel, oder? Zumindest kommt es mir so vor. So, machen wir mal die Frauenumkleide. Der Boden in der Frauenumkleide wird der hier dann. So. Die Wände. Da oben nehmen wir auch so einen hellen Ton. Bei den Frauen ist eine Säule eben rot hervorgehoben. So. Oh, dann bauen wir den eigentlich genau so auf. Wie beim letzten Mal. Aber Moment, ich muss ja noch die Wände machen. Was habe ich da drüben für die Wände verwendet? Machen wir bei den Frauen so ein Beige als Kontrast. Die Frauenumkleide ist einfach ein bisschen heller und freundlicher gestaltet. Einfach ein bisschen netter. Umkleide. Swipe. Alter, was ist das für ein... Der Lederspind. Warum ist da ein Stuhl? Das Ding ist richtig sick, ne? Komm schon. So. 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 Machen wir bei den Frauen hier noch eine Wand. Mit Spind. Wir haben tendenziell mehr Frauen als Männer, die trainieren. Einen noch. So. Oh, ich hasse es, dass sie sich hier immer so drehen. Oder warte mal. Hab hier eine bessere Idee. Hol den mal ganz nach vorne.
So, da kommen noch maximal zwei hin. So. Dann mache ich auf die Rückseite hier einfach noch eine Reihe. Perfekt. Und dann bekommen die Ladies natürlich auch noch Bänke. Müssen auch irgendwo sitzen können, die Damen. Und eine hier noch hin. So. Klar, ich bin ja kein Unmensch. Hier kommen auch noch Heizkörper rein. Und natürlich auch ein Wasserspender. Hier und Brett. Nee, kein Gerüstbrett. Ihr wisst schon, hier so eins. Eine Tafel. Und Frauen brauchen ja dauernd, egal wo sie hingehen, brauchen sie ja Eimer. Ne? Frauen brauchen ja dauernd irgendwelche Eimer. Das ist ja auch so ein Frauending. Frauen sind mülleimersüchtig. So. Damit die Frauen noch immer alles wegwerfen können. Und nicht die Umkleide aussieht wie bei Larry. Und die sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Haben doch beide ganz schöne Umkleiden. Den Männern spendiere ich auch noch einen Mülleimer. Und einer hier so nebendran. So. Gut. 100. 100. Die Area ist fertig. Jetzt kommen wir zum schwierigsten Teil. Oh Gott, da muss auch die Decke gemacht werden. Komme ich da überhaupt hin? Jetzt mal no shit, man. Komme ich da überhaupt hin? Hm. Kann die Kelle besser machen. Ey, lange Hände, 200. Das wäre eigentlich das, was ich brauche. Boah, komme ich überhaupt an die Decke? I don't know. Alter, das ist aber auch wieder hier so ein Mammut, ne? Panisch, dankeschön. Machen wir erstmal die ganze Reihe hier. Boah, ich will hier unten auch irgendwas Fliesenmäßiges hinmachen. Und oben dann irgendwas anderes. Damit wir wenigstens. Ich find's schade. Eigentlich, dieser Sportteil-Look, den wir hier im Original haben, ist voll geil. Aber den kriegen wir gar nicht hin, weil wir da gar nicht so die Möglichkeiten zu haben. Genauso wie wir voll den geilen Basketballboden hatten. Und jetzt haben wir halt hier so einen generischen Holzboden, den du in jedem IKEA-Kinderzimmer findest. Noch Umkleide zuordnen. Wieso ist doch? Muss man sich halt selbst finden. Wir leben in einer freien Welt. Jeder kann auf jede Umkleide. So. Also muss ich hier unten irgendwas finden, was so Steinoptik hat.
Habe ich nicht. Mir fehlen 15 Punkte. Kacke. Weil das wäre das hier. Also noch am ehesten. Das sieht halt einfach scheiße aus. Das sieht halt nicht so aus, wie es war. Davor sah es einfach besser aus, finde ich, oder? Ich fand so, wie es war, geil. Ich wünschte, man könnte einfach nur die Kacheln sauber machen. Aber das kommt noch so am besten hin. Naja, ob das am Ende gut aussieht, wir werden sehen. Jetzt habe ich wie viel? 90. Ja, ich spare für diese Superhände. Ich spare für die Superhände, Freunde. Ich spare für die Superhände. Ich hatte doch vorhin... Was ist das hier? Ah, das geht so am ehesten noch in die Richtung. Das geht noch so am ehesten in die Richtung. Wenn man das mit oben vergleicht. Oh nein! Jetzt bin ich da unten drauf gekommen. So, pinseln. Weil ich fand das Original eigentlich schon ziemlich geil, was die hier hatten. So, warte, hier drüben nochmal neu. Oder wir gehen in eine ganz andere Richtung und nehmen gar nicht so einen Ton, sondern nehmen vielleicht die Backsteine hier unten. Aber das sieht halt auch nicht nach Basketballhalle aus. Aber vielleicht sogar besser als das, was jetzt gerade ist. Das war ein bisschen dunkler, aber dann haben wir wenigstens einen Kontrast, weil die anderen Sachen ähneln sich halt brutal. Wie ich was finde, den Hotelsimulator... Dazu gibt es doch schon ein Let's Play. Mit wie viele Folgen? 3, 4? Ich weiß es gerade nicht. So. So. Ja, die dunklen Backsteine kommen ein bisschen cooler. Warum komme ich immer wieder auf die Taste? Die kommen ein bisschen cooler im Kontrast dann mit dem hier. So, ich brauche die... Das hier jetzt als nächstes. Boah, das wieder ätzend, dass du das Ding immer so blöd rum verschieben musst. Dann immer hier die Kelle wieder neu auswählen. So. Dann die Farbe. Come on, boy. Wenn man das einfach so bewegen könnte, ohne jedes Mal hier so ein Geschiss draus zu machen, wäre das deutlich angenehmer. So. Müll ist alles, was ich habe. Bin trotzdem erst bei 91, was die Sauberkeit hier angeht. Ja, ich weiß, ich brauche ein großes Gerüst.
Jetzt machen wir es erst noch hier mit dem. Deswegen brauche ich diese Gummiarmfähigkeit. Ich will mal wissen, wie die ist. Aber die kostet halt 200. Da fehlt uns noch einiges, bis wir das haben. Die Decke muss ich ja auch noch machen. Die Bänder muss ich noch runterreißen. Wahrscheinlich auch die alten Lampen hier entfernen. Oh! Anstrengend. Ja, komm. Was war das? War das Gerüst 1 oder Gerüst 4? Ne, es war das hier. Brutal, Alter, brutal. Okay, ich komm ran. So. Na, da falle ich runter. Das Spiel ist echt Arbeit, Leute. Das Spiel ist echt Arbeit. Das Spiel ist echt Arbeit. So, Pinsel. Gut. Pinsel, warum komme ich hier nicht ran? Ha, habe ich es geschafft? Nein, da fehlt noch ein Tupfer. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Das Spiel ist echt Arbeit. Aber zum Glück habe ich ja euch. Ihr leidet für mich mit mir. Ihr leidet für mich mit mir. Habe ich recht? Und irgendwann werde ich mit Renovierarbeiten reich. So, dann nochmal hier. Komme ich da ran? Ja. Das Geile ist, dass du auch hier so einen Prozess hast, ne, wenn du da dagegen springst. Das ist eigentlich ganz nice. Gut. Plopp. Plopp. Da schreibt einer, er ist noch 30 Minuten auf der Arbeit. Alter, was habt ihr denn für Arbeit? Wenn ich früher auf der Arbeit war, dann musste ich hochkonzentriert arbeiten. Und wenn jemand gesehen hätte, ach guck mal, der guckt den ganzen Tag nur irgendwelche Streams und Let's Plays von irgendeinem Dulli im Internet an. Ey, ich wäre damals direkt in Gulag geworfen worden. Die hätten mich damals direkt weggesperrt. Was habt ihr denn für geile Jobs, dass ihr den ganzen Tag Streams gucken könnt? Chirurg, ich bin Chirurg. Ich gucke den ganzen Tag Streams, weil hier lerne ich Dinge, die ich für meine Arbeit brauche. Was habt ihr denn für ein Mega-Luxusleben? Ich hätte man damals auf der Arbeit gesteinigt, wenn ich hier Let's Plays geguckt hätte. So. Mann, oh Mann. Euch geht's einfach viel zu gut. Meine Let's Plays gucken ist wichtiger als arbeiten. Aber ihr müsst doch alle Geld verdienen.
damit ihr hier, damit ihr Steuern zahlen könnt. Und Steuern zahlt ihr am allerbesten, indem ihr hier spendet und ich dann mit den Spenden für euch Steuer zahle. So ist das System. Eure Spenden, irre, wenn man drüber nachdenkt, ne? Euer Geld, für das ihr Steuern gezahlt habt, spendet ihr mir, damit ich für dieses Geld nochmal Steuer zahlen kann. Am Ende gibt's immer Steuern. Am Ende gibt's immer Steuern. Der ewige Kreislauf der Steuern. So, wir machen geringe Fortschritte. Sehr geringe. Egal, ich muss hier umschieben. Sehr geringe. So, hier. Ich will erstmal die ganzen Wände durchhaben. Da müssen wir noch Lampen entfernen. Banner entfernen. So. Die Wand hier drüben kriege ich jetzt nicht, oder was? Doch. Immerhin haben wir jetzt auch schon wieder 85%. Bei dem Projekt hier. Hui! Ah, stell das Ding mal ganz kurz hier hin. So, und 75% im Gesamten. Also wir kriegen auf jeden Fall die große Basketballhalle, die kriegen wir hin. Der Traum von der Basketballhalle ist nicht unrealistisch. Sagen wir es mal so. Der ist gar nicht mal so unrealistisch. Wenn ich schon hier oben bin. Kacheln, Kacheln. Spielt eigentlich irgendjemand dieses Spiel hier? Oder bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der das spielt? Habe ich eine Simulatoren-Community? Ich nicht. Bist der einzige, Kies. Was ist eigentlich daran so faszinierend, einem Mann bei der harten Arbeit zuzusehen? Was ist daran eigentlich so faszinierend? Gar nichts. Eigentlich gar nichts. Ich habe kein Leben. Mein Leben ist Kacke. Deswegen bin ich hier. Skjör, du bist eine repräsentative Meinung. Was ist so faszinierend daran? Du hast das Horror-Game verpasst. Wir hatten davor ein volles geile Horror-Game. Das hast du verpasst. Das war wirklich richtig gut. So. Komme ich da ran? Ja. Vielleicht, Skjör, vielleicht. Wenn du ganz artig bist, kannst du es auf YouTube nachholen. So. Boah. Als wir angefangen haben, dachte ich nur so, ey, never. Aber jetzt mittlerweile, das ist das Geile an dem Spiel und an solchen Spielen. Irgendwann siehst du dann, dass deine harte, mühselige, dreckige Drecksarbeit Früchte trägt. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo du denkst, okay, da passiert ja wirklich was. Kaum zu glauben. Aber wahr. Kaum zu glauben, aber wahr, aber man kommt ja wirklich voran.
So. Gut. Oh, da drüben muss noch was gestrichen werden. Okay. So, gehen wir mal. Gehen wir mal. Was ist im Weg? Ach, der Müllsack oder was? Gehen wir mal hier so ins Zentrum. Schnappen uns unseren Sack. Und räumen wir nochmal richtig auf. Gott sei Dank hat man auch diesen Sinn eingebaut. Oh nein, jetzt. Das war nicht meine Intention. Trash Basketball! Piu! So, wo komme ich noch überall hin? Komme ich hier hin? Yes. Aber da nicht. Das heißt also, da müssen wir nochmal hin. So, vorsichtig, nicht runterfallen. Dabei hätte ich zu Hause genügend Renovierungsarbeiten. Komme ich an dich auch noch ran? Ja. Dabei hätte ich zu Hause voll viele Renovierungsarbeiten. Aber ich mach's lieber digital. Ist angenehmer. Ey, ich wette, da gibt's Leute, die haben die Halle so schnell renoviert. Da kann so ein Amateur-Renovierer wie ich nicht mithalten. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch hier eine Kachel und da eine Kachel und ein paar Lämpchen. Bams, 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 Bams. Schon mal hier reingehauen. Hier fehlt eine What? Warum fehlt hier eine Wand? Hey, jetzt ist sie da oder was? Okay. Jetzt ist sie auf einmal da. So, hier noch eins. Und dann haben wir noch einen Raum. Ne? Das ist ja erst der Anfang. Und jetzt kommt was, was ich auch total unüberlegt finde von dem Spiel. Und zwar muss ich das hier dekorieren, die Sporthalle hier. Ne? Und davor war hier so eine Ausfahrtribüne, wie man sie halt aus typischen Sporthallen und Basketballhallen kennt. Und da ich ja hier nicht in irgendeiner Form eine Erhöhung oder sowas setzen kann, kann ich jetzt nur so ein paar Billo-Bänke an die Seite bauen. Ist doch kacke. Ist doch richtig doof. Und da sind so die Probleme, die ich mit dem Spiel habe. Irgendwie sind einige Elemente des Spiels einfach nicht durchdacht. Weil, wie will ich denn hier so einen richtig schönen Basketball-Charakter hinbekommen, wenn ich hier keine ausfahrbaren Tribünenbänke bauen kann? Weil hier müssen jetzt auch Möbel rein. Ja, hier müssen jetzt einfach Möbel rein. Also kann ich hier drüben so eine Art Fitness-Yoga-Ecke machen. Das ist richtig doof. Das ist richtig, richtig... Du kannst nicht mal irgendwie Yogamatten oder sowas coole hinlegen. Das ist schon echt Abfu. Oh Mann, ich habe wieder Punkte. Ich kann was entsperren. Ich könnte nicht mal eine Spiegelwand oder sowas machen. Richtig nervig. So. Ich meine, ich muss hier Gott sei Dank nicht wirklich viel reinstellen, wie es scheint, aber es ist trotzdem irgendwie doof. Oder warte. So.
hat man hier halt so eine Gewichtsecke. Auf der anderen Seite mache ich halt... Ja, was habe ich für eine andere Wahl? Komm halt hier Sitze hin. Moment. So, alle. So, ja, noch so ein High-End-Wasserspender. Okay, Automat. Gut. Eine andere Idee habe ich für den Raum nicht. Du kannst die Holzbank oder sowas nicht stapeln. Nein, wie soll das gehen? Du musst es jetzt rausziehen. Du kannst das nicht stapeln. Und dadurch haben sie diesen Basketballcharakter. Oh nee, habe ich da hinten jetzt einen Spind verkauft? Schmutz. Und dadurch haben sie für mich den Charakter der Basketballhalle so ein bisschen verkauft. Ne? Es wäre cooler, wenn ich jetzt hier so eine Ausziehtribüne machen könnte. Finde ich voll schade, dass man da so wenig Optionen hat. Gut, was ist das hier? Das wird ein Büro, ne? Kleines Büro, wo der D-Rex sein Unwesen treibt. Getränkeautomat in der Halle. Ja, die Leute sollen ja auch was saufen können. Gibt gratis Wasser und teures Wasser. Punkt. Bisschen was will ich ja auch verdienen. So. Wie das wohl aussieht. High-End-Luxusbüro. Nee. Ja. Renovierung 100%. So, Büromöbel. Was haben wir denn da Schönes? Büromöbel. Jede Menge Zeug, das wir aber noch nicht freigeschaltet haben. Telefon. Gut, er braucht erstmal einen Tisch. Muss es ja fast der hier sein. So. Da natürlich ein Stuhl. Na, der nicht. So. Dann Telefon. Bisschen schräg. Bams. Dann Monitor natürlich. Bams. Eine Tastatur.
Maus, Gamer-Maus, was denn auch sonst. Mauspad hat er nicht. Ist zu teuer, kann er sich nicht leisten. Und natürlich Rechner ohne Kabel wäre mein absoluter Traum. Wenn es sowas gäbe, dass man keine Kabel sieht. Gott, würde ich das feiern. Das wäre mein absoluter Dream, wenn sowas möglich wäre. Klar, kannst du sowas machen mit einer zweiten Wand. Ne? Dann kannst du es schön so hinstellen. Aber ich rede wirklich so von komplett gar keine Kabel. Gar keiner. Alles nur mit Magie verbunden. Kein Kabelsalat, nirgendwo Anschlüsse. Das wäre schon geil. Gibt's Pflanzen eigentlich? Gibt es. Eine. Ich glaube, ich mache ihm noch so ein kleines Regal hin und da mache ich eine Pflanze drauf. Jetzt nochmal die Pflanze. So. Mal raus. Ah, Moment. Gibt vielleicht noch mehr Pflanzen. Ah, es gibt noch mehr Pflanzen. Aber die kosten. Und das habe ich nicht. Kaffeemaschine kommt noch. Hier noch mein Büro. Hier liegt dann noch so ein Tisch. Mit zwei Stühlchen. Da steht seine Kaffeemaschine drauf. Sowas auch noch gut. Bisschen Akten noch so hinpflanzen. Hey! So. Was haben wir hier noch? Was Interessantes? Eigentlich nix. Oh, eine Aktentasche, aber ich hab... Oh, ein Safe. Ein Ordner noch zum Hinlegen. Ja, der Chef will ja nicht frieren, der kriegt noch eine Heizung. So. So lebt der Chef. Trostlos. Aber so ist es eben. Nochmal Toiletten. So, hier machen wir Holzboden rein, habe ich überlegt. Schön dunklen. Ja, die Tapete ist halt voll der Trip. Muss man lieben, so eine Tapete. Muss man lieben. Er braucht noch eine Tür, der Mann, ne? Muss sich ja auch irgendwie abschirmen können. So. Dann hier die Kelle wieder raus. Und alles abkellen, was geht. Ja, hier wäre auch wieder so eine Unterteilung cool, wenn man das so ein bisschen schöner machen könnte. Die Tapete ist halt ein Fiebertraum bei ihm im Büro. Müsste ich nicht auch bald mal wieder Level Up sein? So.
Boah, das war aber auch jetzt echt ein Mammutding, das Ding hier fertig zu machen. Ich will gar nicht wissen, wie übel ist dann wohl der Fußballplatz? Wie übel ist dann bitte der Fußballplatz? Wenn es mal wirklich so schnell gehen würde. Es geht so schnell. Du hast nur die falsche, du hast die falsche Technik, mein Freund. Aber es geht so schnell. Wenn man möchte, geht es genau so schnell. Das ist authentisch, realistisch, 1A. Painful Life, 31 Monate, Glückwunsch. Glückwunsch. Mega Glückwunsch. Ups. Ah. Ich vergesse, dass hier immer auch Frauen zugucken, weil quotenmäßig sind wir hier, glaube ich, zu 99,9% Männer. Ja, es ist so ein Männerstream. Männliche Themen, männlicher Kram, es ist ein Männerstream. Aber ab und zu verirrt sich auch mal eine Frau hier rein. Aber wie gesagt, 99,9% ist nicht, dass wir Frauen hier nicht willkommen heißen. Ganz im Gegenteil, klar. Ich freue mich natürlich auch über jede weibliche Zuseherin. Man muss halt fair sein. Es ist fast only man. Ein paar Fernfahrer sind auch anwesend, die ab und zu Damenwäsche tragen. Die zählen wir auch mal mit rein. Aber sonst ist das hier ein Hotdog ohne Brötchen, wie man so schön sagt. Es ist ein Hotdog ohne Brötchen. Wie viel habe ich jetzt bekommen? 50 Punkte dazu. Jetzt bin ich bei 140. Dann würde ich ja beim nächsten Level es geschafft haben. So, Möbel. Korridormöbel wieder. Warte mal, ich brauche auch noch Türen. So. So. Boah, und dann das Fußballfeld. Da bin ich mal gespannt. So, Korridor. Natürlich ein Limo-Automat und ein allgemeiner Snack-Automat müssen rein. Da hätte ich gerne da hinten mal so ein Informationsbrett. Muss natürlich auch rein. Und natürlich unser ganzer Stolz. Das hier. Mach ich hinten so eine Sitzecke hin. So. Pflanzen oder sowas wäre auch noch cool. Haben wir noch einen Tisch mit zwei Stühlen. Was kann ich hier noch essen? Es gibt einfach nicht so viel, ne?
Ich dir auch nochmal Getränke. Spender. Klimaanlagen. Eine hier hin. Eine hier hin. Und einen Heizkörper brauchen wir auch noch. Einen hier. Und hier noch welche. So. Und natürlich, weil alle kaffeesüchtig sind heutzutage. Ich wünsche... Ah, kann ich sogar hier hinstellen. Cool. Kann man sich hier auch noch einen Kaffee ziehen. So, Korridor ist fertig. Wir sind bei 99% Endspurt. Jutop. Noch eine kleine Toilette. Noch eine kleine, zarte Toilette. Boah, was nehme ich dafür? Ist jetzt so ein Standardklo. Okay, 100%. Krass. Nee, das hier. Das wird noch so ein Standardklo. Und das Chefklo. Das ist Klo des Chefs. Dann weiß ich genau, wie wir das gestalten werden. Toilette. Das ist so ein richtiges Luxus-Waschbecken. Es wird jetzt nur für eine Person designt. Nur mit dem besten Kram. High-End-Luxus-Seifenspender. Handtrockner Elite Deluxe. Den besten Mülleimer, den man für Geld kriegen kann. Ach, das ist so ein Doppelmülleimer. Nee, den will ich dann doch nicht. Dann den schwarzen hier. Und der Chef braucht ja keine Kabine. Ich wünschte, ich könnte ihm so eine richtig fette Dusche reinbauen, aber es geht halt nicht. Jenny, dankeschön. Dann kriegt er halt doch eine kleine Kabine. Oder wartet, ihr bekommt... Der bekommt sowas hier. Muss ich ja nicht. Er kann ja Freiluft kacken, der Mann. Er hat es ja in jeder Hinsicht gepackt. Da darf ja niemand rein außer er. Das ist abgesperrt. Das ist mit Schlüssel, das Klo. Das ist mit Schlüssel. Seine Klobürste. Seine private VIP-Rolle. Und wenn es mal schnell gehen muss, weil es ist ja immerhin Chefsache alles, hatte ich hier noch eins. So. Und der Chef hat natürlich auch einen Wäschekorb.
Das wird kein Behinderten-WC, das ist ein Chef-WC. Ganz schön riesig eigentlich das Ding, ne? Das ist jetzt voll das Riesenklo, aber nur für den Chef. So. Chef only. Damit jeder Bescheid weiß, da geht nur der Chef aufs Klo. So, das Ding ist fertig. Gehen wir zur Arena. Nur der Chef darf hier Wasser lassen. Wow. Echt jetzt? Darf ich? Okay, warte. Moment, wie funktioniert das Ding? Maschine zum Verlegen von Rollrasen. Ich muss den Rasen entfernen, oder was? Oder muss ich hier... Warte mal, ich brauche erstmal eine Heckenschere. Knips, knips, knips. Muss man die noch eintüten? Nee. Geil, Mann. Rollrasen auf den beschädigten Stellen. Da müssen wir aber erstmal hier alles wegknipsen. Boah, ist aber auch wieder so ein Mammut, ne? Auch hier müssen Möbel hin, interessanterweise. Auch hier auf dem Feld. Mahlzeit, Hauptfeldwebel, und du bleibst schön in der Abo-Falle, nicht vergessen, ne? Ist wichtig. Um deinen gesellschaftlichen Status zu erhalten. Knapp, knick, knapp, knipp, knapp, knipp, knapp, knipp, knapp, knipp. Knips, 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 knips. Ich knips mich durch mein Leben, weil es geil ist. Ich knips mich durch mein Leben, weil es schön ist. Knipsen hier und da, das ist so wunderbar. Ich knips den ganzen Tag, weil ich wahnsinnig bin. Ich knips mich durch mein Leben, weil es geil ist. Ich knips mich durch mein Leben, weil es schön ist. Und wenn ich irgendwann in eine Schule mich reinknipse, dann verlieren alle böse Buben ihre Fingerchen. Das ist ein geiler Beat, ne? Und jetzt alle! Ich bin im Takt der Schere. Ich bin gefangen im Takt der Schere. Oh, mein Gehirn, es blutet. Aber ich habe 4%. Erstmal den ganzen Kram hier wegräumen, bevor ich überhaupt Rollrasen legen kann, oder? Dem Spiel fehlt eindeutig Mucke. Dem Spiel fehlt wirklich eindeutig ein bisschen Mucke. Ich glaube aber, das Ding wird nicht ganz so Mammut wie die Sporthalle. Nee, das wird nicht so krass. Müllsack ist voll, aber wo ist denn der Container hier? Wo ist der scheiß Container? Container? Haben Sie einen großen Müllcontainer gesehen? To
Toiletten. Noch mehr Toiletten. Ich werde wieder super viele Toiletten machen dürfen. Okay, hier gibt es noch zwei. Wo ist der Müllcontainer? Ah, ich habe ihn gefunden. Erstmal schön daneben geworfen. Boing. Ich habe gefunden Müllcontainer. Dudel, 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 dudel. Ich hämmere den ganzen Tag. Wie im echten Leben bin ich auch nur am Durchnageln. Man nannte ihn den Durchnagler. Wie es mir geht, mir geht's beschissen. Mir geht's richtig beschissen. Ich bin so froh, wenn ich es heute gepackt habe. Ich habe seit Wochen schlafe ich furchtbar, weil ich Rückenschmerzen habe. Wir haben schon eine neue Matratze geholt und es hat wirklich gar nichts gebracht. Ich glaube, das ist der Bewegungsmangel. Ich versuche jetzt jeden Tag Cardio zu machen. Jetzt, wenn der Stream vorbei ist, mache ich noch Dehnübungen. Es ist die Hölle. Ich habe gar keine Schmerzen tagsüber. Jetzt gerade top. Dann lege ich mich ins Bett und so langsam schleichend kommt dann Rückenschmerzen. Das ist richtig ekelhaft. Und ich habe das jetzt schon seit Anfang des Jahres. Und jetzt ist es halt an so einem Punkt, wo es halt richtig, richtig wehtut. Und ich kann nichts dagegen machen, außer halt mir bewegen. Aber ich habe halt so einen Beruf. Guck mal, allein jetzt, wie lange streame ich? 3 Stunden und 10 Minuten geht der Stream. Ich habe jetzt wieder 3 Stunden am Stück gesessen. Ich sitze einfach viel zu viel. Ich sitze einfach viel zu viel. Das ist grausam, wie viel ich sitze. Und dann die Aufnahmen und so weiter und so weiter. Wenn du zu einem Arzt gehst, wird er dir entweder Schmerztabletten reinknüppeln oder er wird dir halt auch sagen, ey, wie viel sitzen Sie denn, Herr Kiest, schon? Wenn ich dann sage, ich sitze am Tag ungefähr 10 Stunden, dann wird er sagen, ja, kein Wunder. Kein Wunder, dass es Ihnen so scheiße geht. Da wird es mir auch scheiße gehen. Das wäre die Antwort. Ich sage euch, sitzen ist das Giftigste, was ihr machen könnt. Und ich habe halt einen ganz beschissenen Stuhl. Holt euch keine Gaming-Stühle. Holt die euch nicht. Meiner war ein Geschenk. Holt euch nur ergonomisch designte Stühle. Holt euch einen Gaming-Stuhl, der ergonomisch designt ist. Dann okay. Aber alles andere, lasst die Finger von. Lass die Finger von. Ich stehe auch ab und zu, aber ist auch nicht das allerbeste. Ja, da kommt dann halt wieder der Teufel raus, aber so. Und ja, funktioniert. Boah, das Ding hat aber eine ekelhafte Steuerung. Das ist nicht so geil. Ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch und ich stehe auch ab und zu. Es ist nicht so, dass ich immer nur sitze, aber trotzdem. Man sitzt trotzdem halt super viel. Wir sind halt Menschen, auch stehen allein hilft nicht. Ich muss halt wirklich richtig bewegen. Stehen ist nicht richtig bewegen. Na, ich habe heute 40 Minuten erstmal Crosstrainer gemacht. Das schon mal ein Anfang und ich sollte jeden Tag 40 Minuten machen. Durch dieses Corona-Ding bin ich halt total raus. Ich war mal jemand, der wirklich immer in Sport gegangen ist. Ich hatte auch richtig Freude mit Sport. Es hat mir richtig Spaß gemacht, in Sport zu gehen. Aber jetzt, wenn man erstmal so raus ist und man ist erstmal so richtig wieder unsportlich,
dann ist der Einstieg auch so ätzend, weil man halt überhaupt gar keinen Bock hat und weil es eben auch wirklich anstrengend ist, ne? Es ist echt anstrengend. Nimm den Sohn und geh mit ihm spazieren. Der ist noch zu klein. Und da sind wir eh gerade in so einer kritischen Phase, weil ich kann zum Beispiel nicht den in den Kinderwagen packen. Und dann erwarten, dass er dann fröhlich da im Kinderwagen sitzt. Die Zeiten sind einfach vorbei. Der will selbst laufen. Aber er will nicht, dass ich ihn an die Hand nehme. Das mag er gar nicht. Und er will auch nie dahin laufen, wo ich hinlaufen will. Sondern er will immer genau in die andere Richtung. Und dann muss auch alles angefasst werden. Ist nicht so, dass wenn du mit dem spazieren gehst, dass du straight einen Waldspaziergang oder sowas machen kannst, sondern du musst an jeder Kleinigkeit stehen bleiben, weil jeder Strauch, jeder Stein und alles, was man eben so auf dem Boden finden kann, hochgehoben werden muss, ausgiebig analysiert werden muss, dann in meine Richtung gehalten werden muss, dann muss man lachen und so tun, wie als ob, ey Papa, nimm's mal in den Mund. Das ist Spazierengehen mit einem Kind, das 14 Monate alt ist. Und glaub mir, das ist kein Sport oder sowas. So, er speichert. Ja, wenn es so eine schöne gerade Fläche wäre, aber das ist ja hier so eine total Scheppe. Warum geht er denn jetzt nicht runter? Oh. Du musst doch die ganze Zeit F gedrückt haben. Also ich dachte, Rollrasen wäre geil, aber leider nein. Ja, sowas wirklich wie echt spazieren gehen mit dem Kind, das kommt irgendwann mal. Oder auch auf den Spielplatz und so gehen, aber halt noch nicht jetzt. Das ist halt einfach jetzt noch nicht möglich. Irgendwann kommt auch die Phase in meinem Leben, dass ich dann auf den Spielplatz muss und bla bla bla. Aber wie gesagt, jetzt erstmal noch nicht. Hier ist noch ein Fitzelchen, so ein kleiner. Wie soll ich das bei dem Tor machen? Doch niemals hin da drüben. Ja, das kann ich voll knicken, ich komme ins Tor nicht rein. Zählt aber dazu zum Fortschritt. Naja. Aber so breit wie das Ding ist, kann man das Tor nicht wegmachen. Können wir gleich mal gucken, ob ich das wegmachen kann. Kann ich nicht weg? Ah ja, kann man.
Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sonst hätte ich das ja niemals machen können. So, es sind jetzt 26 Einheiten von 100. So. Oh, jetzt ist die Rolle wieder hoch. Die Rolle ist ätzend. So. Ich roll hier durch die Gegend. Aber es ist auch danach, ich sag euch, danach fühlt man sich auch wirklich so, als hätte man Sportplatz aufgearbeitet. Danach ist man richtig kaputt. Das Spiel, Freunde, ist richtig anstrengend. Wir sind erst bei 33 Einheiten von 100. Zu was gehört der Rasen überhaupt? Zu Sauberkeit? 68, glaub nicht. Giri Pine, 23 Monate, bald 2 Jahre, Glückwunsch. Dankeschön. So, jetzt nochmal hier schön rein. Nochmal hier schön rein. Und haben wir's? Yes. Das Leben ist hart als Hausmeister. Ein harter undankbarer Job ist das, was ich hier mache. Die Kotze eurer Kinder wegwischen. Sportanlage pflegen, die eure Kinder wieder versiffen und versauen und kaputtbolzen. Und dankt's mir jemand? Nö. Ich bin der Penner vom Dienst. Niemand sagt, oh, Hausmeister Jor. Sie haben aber schön hier den Rasen gemacht.
Sie sind aber ein ordentlicher Typ. Nix. Im Gegenteil, ich werde bespuckt. Ich werde bespuckt. Und beschimpft. Dankeschön für die Spucke. Noch ein bisschen Spucke von mir. Sag mal, wie die Rolle da vorne dünner? Brauche ich den Rasen regelrecht auf? Ich meine, realistisch wäre es ja. Was meint ihr? Ist die Rolle dünner geworden da vorne? Die war doch mal viel, viel dicker. Ja, klar ist sie dünner geworden. Krass. Die war doch mal so fett wie auf dem Vorschaubild da oben. Rechts. Ach, guck mal, ja. Da sehe ich, wie viel noch. Hast recht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, wenn mal das reicht. Wenn die Rolle leer ist, dann Game Over. Tja, wer weiß, vielleicht. Vielleicht, wenn die Rolle leer ist, explodiert mein Kopf. Und ich bin tot. Ja, Benzin verliere ich irgendwie gar nicht. Voll skurril. Ich verliere nur Rollrasen. Wie ist es eigentlich, so einem Mann beim Rollrasen verlegen zuzugucken? Sehr interessant. Boah, das Ding hat halt so eine hakelige Steuerung. Richtig unangenehm hakelige Steuerung.
Und Mau, dankeschön. Mau, Didi, Mau. Psst, hey. Dankeschön. Für 1000 Bits. Zu so später Stunde. Ich glaube, die Rolle wird schon reichen. So. Aber. Oh, das Geräusch. Plötzlich Stille. Voll angenehm. Aber wie es weitergeht, erfahren wir erst beim nächsten Mal. Wahrscheinlich, leider. Weil für mich heißt es jetzt Feierabend. Und für euch heißt es jetzt den Abend genießen. Wir haben alle unseren Job erledigt. Ich habe hart gearbeitet, ihr habt hart gearbeitet. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen. Tschüss.